Ahoi Freunde, wer mich kennt, weiß, dass ich auf Fotorucksäcke stehe und ich habe mir jetzt vor kurzem von Kullmann einen richtig coolen Fotorucksack zuschicken lassen. Bis vor kurzem wusste ich gar nicht, dass Kullmann überhaupt Fotorucksäcke herstellt, aber ich wurde eines Besseren belehrt und ich habe jetzt einen richtig coolen Fotorucksack. Es ist der Sydney Pro Daypack 600, das ist hier dieser Fotorucksack, den ich hier schon aufhabe. Er sitzt richtig bequem auf meinem Rücken, er schlängelt nicht so rum wie bei so einer Tasche, das mag ich überhaupt nicht, deswegen stehe ich ja auch so auf Fotorucksäcke. Und er sieht stylisch aus. Aber es zählen ja auch die inneren Werte und ob die überzeugen können, das seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß dabei! Die allererste Frage, die man sich stellen sollte, für wen ist der Rucksack eigentlich geeignet? Wer eine überschaubare Fotoausrüstung mit drei Objektiven, Blitz, größere Kamera mit Batteriegriff und Zubehör wie Filter, Ladestation und zum Beispiel ein SD-Case sein eigen nennen kann, der darf auf jeden Fall zugreifen. Wer sich später noch mehr Zubehör zulegen möchte und immer alles dabei haben will, sollte lieber zu einem größeren Rucksack greifen. Aber im Großen und Ganzen sollte der Rucksack das übliche Equipment eines Fotografen gut verstauen können. Letztendlich sollte man auch bedenken, je größer der Rucksack, desto mehr passt rein und je mehr man verstauen kann, desto größer wird das Gewicht. Für mich hat der Rucksack die richtige Größe und das perfekte Gewicht, um an längeren Fotowalks teilzunehmen. Wer sein Equipment variabel anordnen und den Innenraum umgestalten möchte, kann die Inneneinteilung des Rucksacks komplett herausnehmen und an seine Wünsche anpassen. Was ich hier besonders gut finde, ist die Schutzabdeckung, die dafür sorgt, dass beim Öffnen des Rucksacks nicht gleich das ganze Equipment entgegenspringt. Wie dem ein oder anderen schon aufgefallen ist, befindet sich die Hauptöffnung aus Sicherheitsgründen vom Rucksack auf der Rückseite. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, aber ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum man da noch eine Seitenöffnung für die Kamera eingebaut hat. Mich stört das nicht wirklich, weil ich in den meisten Fällen die Kamera eh um den Hals habe, aber ich wäre etwas beruhigter gewesen, denn so eine kleine Sicherheitslasche an der Seite bringt letztendlich auch nicht viel und man kann die Kamera trotzdem klauen. Okay, Kullmann hat ja versucht mitzudenken, damit man die Kamera schneller aus seinem Fotorucksack herausholen kann, aber es ist definitiv ein kleines Sicherheitsrisiko, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Der Fotorucksack von Kullmann ist sehr robust und hat einen wasserabweisenden Taschenboden. Hier kann man den Fotorucksack getrost mal ins Nasse stellen, ohne gleich nasse Füße zu bekommen, beziehungsweise einen nassen Boden. Durch die gepolsterten, längenverstellbaren Schultergurte mit Brust- und Hüftgurt lässt sich der Rucksack körpergerecht und sicher transportieren. Der Hüftgurt hat aber bei mir noch eine zweite Funktion. Umgeschnallt kann er euch dabei helfen, schnell und einfach an das Equipment zu gelangen. Dabei dreht ihr den Rucksack einfach zu euch nach vorn, klappt dann anschließend den Rucksack auf und tada, fertig ist das kleine magische Fotokunststück. Wer den Rucksack lieber als Tasche tragen will, kann dafür den stabilen und gepolsterten Tragegriff verwenden. Hier muss ich Kullmann besonders loben. Noch nie habe ich bei einem Rucksack je so einen stabilen Tragegriff gesehen. Ihr werdet jetzt denken, der hat doch eine Meise, so ein Tragegriff ist doch sowieso unwichtig. Aber nein, ich habe dafür wirklich eine richtig gute Verwendung. Und zwar habe ich an dem Stativ an der Mittelsäule einen kleinen Haken. Und wenn es draußen jetzt sehr windstark ist, hänge ich da gerne meinen Fotorucksack auf. Und dadurch habe ich ein Gewicht dran und das Stativ wackelt einfach nicht mehr sehr herum und ich bin beruhigter. Für mich gehört ein Stativ zum Standard-Equipment eines Fotografens und Kullmann sieht es zum Glück genauso. Mit der praktischen Halterung für Stative könnt ihr nicht nur ein kleines Reisestativ mitnehmen, nein, sondern auch etwas größere, wie zum Beispiel das Kullmann Nanomax 480. Wer sich das Stativ mal genauer anschauen möchte, klickt jetzt einfach auf den Info-Button, der jetzt erscheint. Auch wenn es Kritik auf hohem Niveau ist, würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass man schneller an sein Stativ kommt. Jedes Mal muss ich den Rucksack abnehmen, den Nippel durch die Lasche ziehen, das Stativ herausfitteln und bei meiner Hektik bleibe ich dann immer irgendwo am Riemen hängen und beim Zusammenpacken genau das gleiche. Aber das ist für mich jetzt kein richtiger Kritikpunkt, maximal eine Anmerkung, denn schließlich sitzt das Stativ bombenfest und so muss es sein. Wer sich mal wieder in regnerischer Gegenden aufhält oder plötzlich von einem Regenschauer überrascht wird, der kann vom Glück reden, dass Kullmann dem Rucksack ein Regencape spendiert hat. Damit ist er geschützt vor Nässe und hält euer Equipment trocken wie eine Trockenpflaume aus der Trockenobstabteilung von Kaufland oder einem anderen Discounter. Die praktischen Innen- und Außentaschen sind nicht zu wenig und genau richtig. Teilweise hat man sogar für den Kunden mitgedacht und schöne Ansätze gefunden, um ein bis zu 10 Zoll großes Tablet zu verstauen oder seine vollen SD-Karten separat von den leeren Karten aufzubewahren.
Ich verwende aber lieber eine sichere Aufbewahrungsbox, damit die Karten nicht rumfliegen und einen festen Sitz haben. Somit kann ich mit diesen markierten Taschen gar nichts anfangen. Ich hätte mir hier eine Tasche gewünscht, wo ich meine leeren von den vollen Akkus getrennt voneinander aufbewahren kann. Denn das ist aktuell mein größtes Problem. Aber die Taschen sind bei mir nicht völlig umsonst. Als kleiner Bonbon-Liebhaber weiß ich damit schon was anzufangen. Auf der einen Seite kommen die Bonbons und auf der anderen Seite das Einpackpapier. So tue ich etwas für die Natur und schmeiß nicht gleich in die nächste Ecke. Und dafür gibt es ein großes Danke, Herr Kuhlmann. Jetzt fragt ihr euch natürlich, kann man den Fotorucksack nun empfehlen oder eher nicht? Okay, ich war am Anfang auch sehr skeptisch, ob der Stativhersteller Kuhlmann wirklich das Know-how dazu hat, Fotorucksäcke herzustellen. Und ich muss zugeben, ich bin wirklich beeindruckt davon. Er ist stabil, sieht gut aus, man kann sein Equipment gut verstauen und was will man eigentlich mehr? Auch wenn Kuhlmann an Kleinigkeiten arbeiten muss, aber das sind Kleinigkeiten. Von daher kann ich ihn getrost empfehlen. Und wenn ihr euch das Produkt mal in Ruhe anschauen wollt, dann schaut einfach mal in der Infobox nach, da habe ich euch einen Link reingepackt und es würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr über diesen Link einkauft. Ich bekomme eine kleine Provision, ihr habt davon keine Nachteile. Ich kann dieses Geld dann dadurch in neue Videoausrüstung investieren oder vielleicht in Produkttests und kann für euch dann viel bessere Videos machen. Würde mich wahnsinnig darüber freuen. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao. Yes, geschafft. Wow. Der neue Kuhlmann-Fotorucksack eignet sich nicht nur zum Fotografieren, sondern ist auch ein prima Begleiter zum Pfandflaschensammeln. Enorme Zeitersparnis durch die Seite leicht zu erreichenden Seitentaschen, in denen man die Flaschen gleich sicher verpacken kann. Bald auch in Ihrem Discounter.